Der für schwul. Beast Production. Dachte, hier ist das Finale, doch deine Runde ist konsistenzlos. Mittlerweile ist es 2:19, alter Notion Charlotte. Wie hast du es geschafft, bis ins Finale zu kommen? Denn du hast es dir noch nötig, die Quali zu kontern. Nimmst dir Martin die Hook, wobei du trotzdem nichts im Battle reißt? Gibt's da Parallelen, weil du dich positiv mit Black vergleichst? Im Vergleich zwischen uns bist du nur im Zweck rein besser. Doch bald wirst du Fame, ein Klick für jeden Rechtschreibfehler. Technik bringt mir nichts, darauf eine Reimkette nehmen, die zu 50% aus meiner Zeile besteht. Bei dem schwachen Finale machst du mit der Runde Minus. Junge, meine Leistung steigt, deine gleich der einer Sinuskurve. Ein kleiner Zwischenfall, bevor ich mich weiter mit dir befasse. Kurz bei Rolf lutschen. Danke für die Angriffsfläche. Deine Lines zu diesem Thema muss man jedoch hinterfragen. Denn heiße Luft ändert nichts an meinem festen Stand. Im Bett mit seinen Lines zu selbst zu ficken, muss man wirklich hinkriegen. Um zum Tod zu kommen, müsste ich ziemlich tief sinken. Und mit deinen letzten Zeilen machst du dich echt unbeliebt. Du sagst dir quasi, selbst wenn du gewinnst, dann ist das unverdient. Du kannst noch so gute Leute nach einem Feature fragen. Denn nur wir beide entscheiden über Sieg und Niederlage. Alter, ich habe sehr viele Tage nicht geschlafen. Doch drehe die Ehrenrunde, du liegst auf der Zielgeraden. Es gibt niemand, der uns gleichstellen würde, weil ich einfache Hürden im Vorbeigehen stürze. Ich bin der Bessere, du wirst kein Beigeben müssen, um hier nicht zu gewinnen, hätte ich nicht teilnehmen dürfen. Mann, was für Pre-Release, du hast dich mies verspielt. Zuvor sich selbst als auszudenken, hoffst, dass du von mir ein Image kriegst. Dir zu mir nichts einfällt, kann ich deinem Text entnehmen. Denn in Zug und Mystik haben sich ihr Image selbst gegeben. Bei deinen Lines verkackst du konstant, total. Der Wette verlässt du das Game, Gottschalk, Thomas. Ich habe in meiner Runde Namenslines gut ausgenutzt und könnt ne Umdrehline bringen. Nee, warte, nein, so ausgelutscht. Sollte mich geschlagen geben, weil du einfach krass der Boss bist, ist dann dein zweiter verdienter Sieg. Ach nee, doch nicht. Ist der Junge verwirrt, denn der zweite zeigt uns heute, lutschen ist dasselbe die eigene Meinung äußern. Du kopierst Damon so krass, dass du bald einen Strike von YouTube kriegst. Ich sei Standard, sagt er und pick deinen Voodoo-Beat. Mit dem Halbfinalergebnis zu fronten ist richtig lächerlich, denn die Hälfte deiner Gegner haben sich hier selbst gefickt. Dass ich ein Ente-Fanboy bin, ist kein richtiger Punch. Du bist der Einzige im Turnier, der die Line nicht bringen kann. Und jetzt fühlst du dich krass, denn du hast von mir mal Props gekriegt. Hab ich einem Behinderten gesagt, dass hier was Besonderes ist? Du kannst noch so gute Leute nach einem Feature fragen, denn nur wir beide entscheiden über Sieg und Niederlage. Alter, ich habe sehr viele Tage nicht geschlafen, doch drehe die Ehrenrunde, du liegst auf der Zielgeraden. Es gibt niemand, der uns gleichstellen würde, weil ich einfache Hürden im Vorbeigehen stürze. Ich bin der Bessere, du wirst kein Beigeben müssen, um hier nicht zu gewinnen, hätte ich nicht teilnehmen dürfen. Unverdient geflogen, zwar jetzt fick ich dich trotzdem, Death. Ist schon traurig, dass im Finale so eine Fotze-Rap. Was für ein Turnier beim Rolf, willst du mich verarschen? Ich kam nur bis zum Viertel und so ein Piss ins Finale? Einseitiger Sieg, weil sich Nox den Titel greift. Du bringst echt miese Lines und rappst diese Zahlen. Find den Dreck nicht mehr geil, denn schlecht ist der Scheiß. Dein Rap ist und bleibt beschissen, Death People 2. Finale in Runde, Nox gab hier den Ton an. Du Bitch hast keine Chance, Mann, jetzt liegt der Thomas in Not. Legst dich mit Shotguns, weil ich diese Bitch hasse. Und dein Name ist Programm wie deine Gewicht. Klasse. Raps einen fremden Text, um an dein Idol ranzukommen. Zu dem 1000 Rechtschreibfehler, Laska, hast du abgenommen? Sie fragen mich, wieso ich mir diesen Namen gab. Einen zweiten Death verhindern, deine Mark hilft dir bei der Schwangerschaft.